Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zum nächsten God of War Ragnarök Guide und wir machen heute die verbotenen Sande, alle Sammelgegenstände, legendäre Truhen, Artefakte, Odins Raben, Lied der Sande, das Alpenheiligtum und so Das weiter. heißt, Machen also wirklich Jokai alles darf komplett losreisen. fertig. Und ja, um hierher zu kommen, braucht ihr erstmal Freya, um das Siegel zu knacken und dann entsprechend in die verbotenen Lande reinzukommen. Tut mir einen Gefallen, Freunde, lasst ein Okay. Däumchen hoch da oder auch ein Abo, damit ihr mich ein bisschen unterstützen könnt. Das würde mich riesig freuen. Und ja, wenn ich euch helfen konnte, ist doch immer super. Und wir starten jetzt hier einmal durch. So, das Siegel haben wir jetzt Okay. also geöffnet und wir können hier einmal den Gang lang gehen, um in die verbotenen Sande zu kommen. Da herrscht natürlich wieder ein riesiger Sandsturm. Deswegen würde ich euch empfehlen, diesen Sandsturm erstmal auszumachen. Ich habe das tatsächlich leider nicht am Anfang gemacht. Deswegen empfehle ich euch das, den Sandsturm erstmal auszumachen, dann seht ihr einfach mehr und könnt vor allem auch wirklich gleich alle Quests lösen. Ihr fahrt dann hierher zum Eingang, der wird mit zwei Fackeln beleuchtet und geht dann hier in die Höhle, um entsprechend den Sandsturm auszumachen. Falls ihr wissen wollt, wie alle Sammelobjekte hier in der Höhle gefunden werden, das ist kein Problem. Schaut gerne mal im Kanal nach. Ich verlinke euch das auch gerne mal im Abspann. Und da zeige ich euch dann nochmal in einem extra Video, wie ihr hier in der Höhle alle Gegenstände bekommt. Das ist nämlich ein neuer Bereich. Und wenn ihr das Ich hoffe, Haarwufer Freyr wird sich mit der freigeschaltet Arbeit hier habt in der und Wüste entsprechend zufrieden diese geben Höhle hier und beendet habt, dieses dann Leben in dieser verschwindet Welt der dieser Armee Sandsturm. mit deiner Ihr kommt Armee. am Ende also wieder Ja, raus und das habt Lied hier der zwei von Sandstürme ist diesen ein seltenes Quallen Relikt, am Himmel, auch wenn es nur ein Haarwufer Solo ist. oder wie sie auch Oder immer ein heißen. Duett, wenn du es Und erraten ja, dann kannst. habt ihr eigentlich diesen Abschnitt geschafft. Der Sand ist dann weg und ihr könnt jetzt in Ruhe die Gegend erkunden. Ja, Freunde, wenn wir mit dem Haarwufer fertig sind, schnappen wir uns einfach unseren Schnitten und rasen dann einfach mal hier rüber. Und da seht ihr schon den ersten Odins Rabe. Dies mag Den schwer können zu wir uns glauben einmal sein, holen. aber Da egal, visieren wir den an und werfen die Axt drauf. Die Position hier ist nicht so gut, deswegen bin ich tatsächlich ich mal ein wollte es Stück nennen. weiter runtergegangen. Da ging es dann besser und könnt dann hier den Raben platt machen und entsprechend euch ja, den Odins Raben holen. Ja, ein bisschen gucken mit der Position. Aber eigentlich funktioniert das ja ganz okay, würde ich jetzt mal behaupten. Und nach einer gewissen Zeit habt ihr dann den Raben. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, ihr seht es hier. Und ja, so kriegen wir den Rabe. Das ist schon mal super. Und dann gehen wir hier einmal komplett um den Berg herum. Denn wenn ihr den Sand abgeschaltet habt, beziehungsweise der Sandsturm vorbei ist, gibt es hier noch einen versteckten Boss, den ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet. Der kommt jetzt hier gleich raus und zwar ist es ein Phantom und diese Phantome müsst ihr auch jagen, ist auch eine Aufgabe. Was ist Und das? ja, da ist es auch schon, Frostphantom. Den macht ihr einmal platt. Ist eigentlich relativ simpel, ihr geht auf den Frostphantom drauf und ja, versucht am besten ein bisschen Fernkampf zu machen und dann immer wenn er down geht, geht ihr im Nahkampf drauf. Das Ding ist, ihr müsst oben den Balken komplett voll kriegen und wenn der voll ist, dann verschwindet der in die Runen und dann müsst ihr entsprechend, hier gibt es drei lilane Runen auf dem Berg, da oben in dem Tempel und von dort, wo ihr gekommen seid, die müsst ihr dann platt machen in der Zeit, während das Frostphantom quasi angeschlagen ist. Wenn ihr einen Bossguide haben wollt, guckt gerne mal im Kanal, da gibt es nochmal den kompletten Kampf mit dem Frost. Phantom Noch und ein da Geschenk seht ihr von dann dem auch alle Entwickler Runen der Liga. und so weiter. Die Magie, die aus uns So, jetzt allen haben wir gefallen alles ist, ist eingesammelt unendlich. und jetzt gehen wir auf jeden Fall noch mal da oben in den Turm. In diesem Turm gibt es nämlich noch was, was wir einsammeln müssen. Da stand ja auch die zweite Rune für das Frostphantom, was wir dann platt machen mussten. So, und dann gehen wir jetzt einmal hier hoch. Und da gibt es dann entsprechend noch ein Gedicht. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das brauchen wir, um alle Ah, Sammelobjekte zu noch bekommen. ein Gedicht von Quasi. Dann schnappen wir uns wieder unseren Schlitten, fahren hier einmal komplett weiter zum nächsten Event. Na los, lass hören. Du hast gesagt, du hättest ein Und Lieblingsgedicht aus zwar deiner fahren Heimat. wir dann hier hinten Worum lang. geht es? Mein General. Quasi da, wo der Eingang ist, links Ich vorbei glaube, ich kenne es. und hier Ist da hinten nicht durch. ein merkwürdiges Pferd? Und da sehen wir Ja, dann, aber so ja, ist hier es schon immer mal gelaufen. Oh, eine eine Kiste, die Wache, wir da die sehen, schwer als. Und du warst dabei. die da in der Ich Nähe habe ist. gehört, du Und bist da ein gefürchteter geht es Bösewicht. links um die Ecke hier, ist halt ein kleiner Eingang.
Da können wir hier reingehen und da kommen wir dann zum nächsten Rätsel. Und machen natürlich erstmal alle Gegner hier platt, damit wir entsprechend Ruhe haben beim Rätsel. Und dann zeige ich euch natürlich auch gleich, wie genau dieses Rätsel funktioniert, was man dafür machen muss. Ist tatsächlich ein bisschen tricky. Wir müssen jetzt immer mehr mit der Kraft von Freya zu tun haben, mit den Runen, mit den Runenkraft, die wir dann auch anzünden können. Deswegen ist es manchmal gar nicht so leicht zu checken. So, wir müssen also diese drei Dinger platt machen und hier rechts die drei Dinger auch noch. Und das geht natürlich mit der Axt über diese Teile hier. Aber die müssen natürlich erstmal richtig eingestellt werden. Wir werfen also die Axt einmal da drauf und wir sehen, da drüben ist noch so ein Teil. Können wir aber aktuell nicht benutzen, weil da noch so Dornen dran hängen. Das heißt, wir müssen diese erstmal verbrennen, um entsprechend, ja, dahin zu kommen. Und da schießen wir dann mit dem Pfeil, machen wir uns so eine Brücke, so dass wir das dann anzünden können. Ne? Also ihr könnt ja immer die Pfeile verschießen, damit das entsprechend angezündet werden kann. Und ja, da machen wir uns das so. Am besten von hier sieht man es auch ein bisschen besser, dass wir halt so eine kleine Brücke bauen mit den Pfeilen. Und ja, dann haben wir so einen Zusammenhang und dann gehen wir hier an die Kante und hauen da quasi unsere Klingen rein. Dann gibt es so eine Kettenreaktion, das Ding brennt ab und ja, jetzt könnt ihr hier dieses Teil drehen. Das machen wir auch gerade mal. Drehen das dann nochmal, dass es so diese Ausrichtung hat. Und jetzt werfen wir das dagegen. Dann prallt die Axt da ab und macht die Dinger schon mal platt. Dann ist der Part auch schon mal erledigt. Links ist offen, wir können also schon an diese Truhe dran. Jetzt haben wir das Teil dann noch einmal komplett umgedreht. Und was machen wir jetzt? Wir gucken, dass wir da gegenschießen können, um entsprechend auch die anderen drei platt zu machen. Ja, das ist ein bisschen Geschicklichkeitsspiel. So funktioniert es aber. Und dann sind die drei auch weg. Können jetzt hier die Kiste öffnen und können dann natürlich noch auf die andere Seite, wo wir auch die drei Knollen da kaputt gemacht haben, gehen dann einmal hier rüber, gehen da komplett durch. Und da ist dann auch die legendäre Kiste. Die machen wir einmal auf und dann haben wir ein paar coole Sachen. So, gehen wir wieder aus der Höhle raus und schnappen uns unseren Schlitten. Und dann fahren wir einmal komplett hier rüber. Ja, ein bisschen hier absuchen. Habe ich noch ein bisschen rumgesucht. Aber wir fahren einmal komplett hier rüber und hier gibt es quasi schon die nächste Truhe, nämlich eine Nornentruhe. Und da gehen wir hier durch. Und ja, das ist jetzt ähnlich wie eben. Wir müssen jetzt quasi versuchen, diese Dinger hier wieder anzuzünden. Und ja, ich dachte tatsächlich, es geht mit dem Klingen. Es funktioniert aber nicht nur mit den Klingen, sondern wir müssen das so anzünden. So, jetzt brauchen wir natürlich noch die anderen zwei Runen und dazu gehen wir hier wieder raus. Wäre ja zu weit weg, konnten nicht schießen. Verbinden das hier so ein bisschen und ja, gehen dann entsprechend nah dran, um das dann zu entzünden. Ja, hier hat jetzt noch eine Blase gefehlt. Und zack, noch eine. So, dann müsste es jetzt auch funktionieren. Und da ist das zweite Runensiegel dann auch geöffnet. Und jetzt gehen wir weiter zum dritten. Das sehen wir nämlich da oben links auf dem Berg schon. Da gehen wir jetzt einmal hin. Und das müssen wir entsprechend auch so entzünden. Da oben ist es. Ja, und das können wir jetzt auch entzünden. Ich habe es dann tatsächlich im Endeffekt von der anderen Seite gemacht, weil man das dann besser sieht. Also hier drunter und mir dann hier so einen Weg gebaut. Auch wieder mit den Teilen. Geht dann da hoch, zündet die Rune an. Und dann haben wir alles. Dann können wir zurückgehen, die Truhe öffnen und uns da was Schönes rausholen. Gehen wir also wieder einmal hier durch. Und ja, zurück. Schnappen uns die Truhe. Und haben dann schönen Loot. So, gehen wir wieder raus, schnappen uns wieder unseren Schlitten und rasen dann einmal hier rüber. Wir sehen da auch schon im Hintergrund den Rabe. Den schnappen wir uns jetzt.
Und ja, da bleiben wir hier direkt daneben, quasi direkt rechts daneben, gibt es hier wieder so einen Eingang, bleiben da stehen. Und hier gibt es einmal eine Rune, also beziehungsweise eine Schrift, eine Runeninschrift, die wir dann benutzen, um das auch erledigt zu haben. Und ja, da oben auf dem Berg sitzt jetzt noch der Rabe, den seht ihr von hier ganz gut, ist auch ziemlich leicht zu treffen. Zack, haben wir den auch erledigt. Und das war es auch erstmal hier in dem Bereich. Da ist noch ein krasser Typ, der wird wahrscheinlich nochmal irgendwann aufstehen, schätze ich mal. Und ja, da gehen wir eigentlich wieder zurück zu unserem Hundeschlitten. So sieht es aktuell aus, haben wir schon ein paar Sachen erledigt und ich würde sagen, weiter geht's. Schlitten und dann fahren wir hier einmal links an der Seite entlang. Immer weiter, immer heiter und da kommen wir hier zur Freys Statue. Da steigen wir dann aus und hier ist dann auch noch ein Odins Rabe. So, den versuchen wir jetzt anzuvisieren, werfen den einmal ab und dann haben wir das auch erledigt. Jetzt beginnt der Gefallen Freys Gabe und jetzt müssen wir diese Statue aktivieren und in einem Lichtkegel sozusagen ja, erscheinen lassen. Und das ist eigentlich relativ simpel, sage ich jetzt mal. Ist nicht ganz so schwierig rauszufinden. Und ja, wir gehen hier einmal rein und die roten Dinger hier müssen wir einmal abwerfen. Das geht noch relativ simpel. Wir gehen da einmal hier komplett hoch und werfen dann entsprechend unsere Axt einmal hier komplett durch. Zack, sind die Dinger alle weg. Und ja, dann geht es eigentlich auch schon weiter. Wieder runter und gehen da auf die andere Seite, wo wir den Lichtpegel gesehen haben und reißen da das Teil raus. Ziehen das weg. Also genau gegenüber von den roten Knollen, legen das hier irgendwann an die Seite und benutzen dann die Axt, um einfach erstmal diese Wurzel da wegzumachen. So, die ist dann nämlich weg und jetzt packen wir den Stein wieder rein und jetzt gehen wir einfach hier komplett durch und jetzt eigentlich rechts herum. Ich hatte jetzt hier tatsächlich schon die Steine geholt, gehen da rechts runter und da unten sind dann noch zwei Steine, die ihr einsammeln könnt. Und die nehmt ihr dann einfach mit. Die hatte ich jetzt hier oben schon abgestellt, deswegen sind die bei mir nicht rechts nach unten. Nehmt den einfach mit und ja, mit dem könnt ihr dann jetzt hier über die Lichtbrücke. Den anderen Stein könnt ihr dann auf der linken Seite einsetzen und dann haben wir beide Lichter aktiviert und dadurch wird halt ja im Sandland quasi nochmal was freigeschaltet. Ihr seht das jetzt hier, wir schießen das da drauf und dadurch entfacht sich sowas. Ja, so eine Magie, das Schwert leuchtet. Und ja, diese blauen Teile sind jetzt offen und da könnt ihr jetzt die Gegenstände von einsammeln. Das heißt, ihr könnt jetzt gleich mit dem Schlitten einfach rumfahren und alle diese blauen Dinge abfahren. Und vor allem können wir jetzt auch hier die Rune lesen und so entsprechend ja, dann noch eine Rune für unsere Sammelobjekte bekommen. Lesen wir die einfach einmal durch. Und dann geht's zurück zum Schlitten. So, jetzt nehmen wir unseren Schlitten und fahren alle diese blauen Dinger ab. Und sammeln da die ganzen Sachen ein von diesen blauen Dinger. Wenn ihr das alles erledigt habt, dann geht ihr hier zur Bibliothek. Vorsicht Leute, aber vorher unbedingt speichern, unbedingt eine manuelle Speicherung machen. Denn da könnt ihr euch wirklich tot speichern in der Bibliothek tatsächlich. Und ja, wenn ihr da nicht aufpasst, wäre das ziemlich blöd, wenn ihr das Game nochmal komplett von vorne starten müsstet. Holt euch am besten auch noch einen Wiederbelebungsstein. Das würde ich hier auf jeden Fall empfehlen. Denn hier kommt jetzt gleich noch ein richtig starker Gegner, der euch quasi hier drin einsperrt. Und deswegen sage ich, ihr könnt euch hier auch tot speichern. Also speichert auf jeden Fall vorher, bevor ihr diesen Tempel hier betretet und entsprechend diese ganzen Wissenslektüren einsammelt. So, gehen wir einmal hier rein und hier können wir auch die Quest für die Alben erledigen und die bekommt ihr, wenn ihr im Freys Dorf entsprechend ja, mit den Alben sprecht, mit dem Hellen- und Dunkelalben und die geben euch den Auftrag, hier diese Schriftrolle rauszuholen. Wir sammeln hier also erstmal alles ein,
gehen auch hier an den Schrein. Und hier könnt ihr eigentlich nichts verpassen. Alles liegt offen rum. Hier gibt es ganz viele Wissensdinger, die ihr einsammeln könnt. Schriftrollen, Bücher und Artefakte teilweise auch. Und ja, da gehen wir hier einfach alles absuchen. Der Raum ist tatsächlich wirklich relativ klein. Und hier könnt ihr wirklich alles easy finden, einsammeln. Hauen wir hier noch die Kiste kaputt. Nimm das Hacksilber mit. Vor allem gehen wir aber hier hoch. Dann liegt hier rechts noch eine Schriftrolle. Die nehmen wir auch mit. Ich glaube, hier gibt es insgesamt 5 Wissensdinger. Auf jeden Fall, wenn wir hier durch sind, haben wir alle Wissensteile erledigt. Hier gibt es noch eine legendäre Truhe. Die machen wir auch auf. Und ja, dann haben wir eigentlich alles gemacht. Hier gibt es dann die Schriftrolle der Alben, die wir klauen sollen. Oder das Buch eher gesagt. Was heißt klauen? Wir wollen das halt mitnehmen, damit der die Alben, also die hellen und Dunkelalben, die Geschichte überhaupt verstehen, sozusagen. Und ja, deswegen nehmen wir das jetzt mit und nehmen hier noch den restlichen Quatsch auf. Und ja, Freunde, dann gehen wir hier wieder raus und ich sage euch jetzt schon mal, wenn ihr da wieder rausgeht, also das Teil hier nehmen wir natürlich auch noch mit, diesen Schrein. Und dann haben wir eigentlich alle Wissensdinger. Aber wenn ihr jetzt hier rausgeht, wird euch ein starker Gegner erwarten. Den habe ich jetzt hier mal aus dem Video rausgeschnitten, um euch einfach nicht so viel zu spoilern. Aber der ist schon heftig. Deswegen, Freunde, also bereitet euch gut vor, bevor ihr in diesen Tempel reingeht, damit ihr hier also nicht ständig sterbt. Und ja, wünsche euch dann auf jeden Fall schon mal viel Glück bei dem Gegner und ich hoffe, ihr kommt hier wieder raus. Wie gesagt, vorher unbedingt speichern, denn sonst könnte es wirklich ärgerlich ausgehen. Also gehen wir hier wieder zurück, da kommt dann gleich der Gegner und wie gesagt, den lasse ich hier erstmal raus im Video, um euch nicht zu spoilern. Gehen wir einfach wieder ganz normal raus, wenn wir raus sind aus dem Tempel. Auf jeden Fall hier auf der linken Seite nach dem Ausgang da noch dieses Artefakt mitnehmen. Das gehört nämlich noch zu den Sammelobjekten, die wir brauchen. Und das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Dampfen wir uns wieder in den Schlitten und fahren einmal hier rüber. Da seht ihr schon, da ist so eine blaue versiegelte Tür. Gehen hier einmal hoch und ja, springen dagegen, springen da durch quasi. Hier kommt jetzt nochmal ein Bosskampf. Na, was heißt Bosskampf? Es sind halt viele Gegner. Hier würde ich euch den Tipp geben, am besten erstmal die als auf euch schießen, platt zu machen. Die machen nämlich ordentlich Schaden. Sonst kann man nämlich immer schnell auf die Schnauze bekommen. Ging mir zumindest so. Und ja, hier diese ganzen Gegner platt machen. Und wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr dann hier noch die Sachen einsammeln. So, Gegner sind alle platt. Wir klopfen hier einmal nochmal das Teil runter, damit wir später einfach leichter haben. Und hier hinten leuchtet dann was Schönes. Da ist nämlich ein vergrabener Schatz. Den brauchen wir. Und zack. Haben wir das auch erledigt. Schatzkarte komplett. Das ist die Schatzkarte vom vergessenen Turm. Und ja, ihr könnt tatsächlich jetzt hier drüben noch auf der anderen Seite durchgehen, durch so einen kleinen Spalt, wenn ihr hier oben seid. Und da ist ein Riss. Würde ich euch aber nicht empfehlen, also ich bin da durchgegangen, habe wirklich einen Schlag bekommen und ja, 100% der Energie weg, direkt gestorben mit einem Schlag, da ist nämlich so ein krasser Typ drin, also da müssen wir später nochmal zurückkommen. So, wenn ihr diese gelben, also diese blauen Steine hier, Kreise noch nicht eingesammelt habt, sammelt die natürlich ein, aber da gibt es jetzt nicht unbedingt Objekte, die wir hier brauchen. Das einzige, was es in diesen blauen Kreisen noch gibt, ist ein Schlüssel, der zerbrochen ist und davon gibt es 2 Teile, die müsst ihr also zusammensetzen, um entsprechend den Schlüssel wieder zu vervollständigen. Du wolltest uns gerade vom Leben, dem Sohn des Steinmetzen und deiner Wette mit Uli erzählen. Ja, in Ordnung. Halt, wir machen später weiter. Wir halten dann hier nochmal kurz, gehen dann nochmal hier hoch. Und das ist der besagte Riss, wo ich euch von erzählt habe, wo man halt durchgehen kann. Und ja, da gehen wir durch die Wand. Aber hier hinten liegt nämlich noch ein Teil, das brauchen wir. Und das ist ein Ehrenabzeichen, ein Artefakt. Artefakt-Set ist damit komplett von Freyr. Und ja, den Riss hier, da habe ich einfach mal geguckt, was das ist. Und Leute, macht's auf. Am besten nicht, außer ihr seid schon voll equipped und mega stark.
dann könnt ihr das natürlich hier drücken. Aber ja, ich zeige euch jetzt mal, was da passiert. Da geht man nämlich dann da drauf. Und ihr guckt mal jetzt auf die Energie. Zack, ein Schlag, tot. Jetzt gar keine Chance gegen den Typ. Ja, da bin ich auf jeden Fall gestorben. Aber es geht jetzt natürlich noch weiter mit dem Guide. Es gibt nämlich noch eine ganz geheime Stelle. Die müssen wir jetzt noch machen. Und ja. Übrigens hier in dem verbotene Sande, gibt es zwei geheime Bosse. Den einen haben wir ja schon gesehen, den einen Boss. Und der zweite Boss ist hier auch geheim. Schaut da gerne mal im Kanal nach. Da zeige ich euch, wo die zwei versteckten Bosse sind. Und ja, da habt ihr gerade gesehen, das war das Secret. Einmal die Axt dagegen werfen, hier durchlaufen. Und hier ist dann auch der letzte Rahmen. So, den Rahmen bewerfen wir ganz normal ab. Hat bei mir ein bisschen länger gedauert, deswegen ein kurzer Schnitt hier drin. Und ja, was machen wir jetzt? Hier ist die Nornentruhe. Und ja, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen tricky. Ihr müsst nämlich die erstmal von den Wurzeln befreien, diese Truhe. Und da gibt es nur eine ganz bestimmte, winzig kleine Stelle, wo ihr eure Axt gegenwerfen müsst. Und ja, dies zeige ich euch jetzt. Auch ziemlich lang gedauert, bis ich das richtig hatte, weil oftmals ist es so, dass die Axt zwar durchfliegt, aber nicht alle Teile erwischt, beziehungsweise zu langsam fliegt. Und es muss genau diese Stelle sein. Ihr seht das jetzt hier schon, hat es wieder nicht geklappt, damit es auch wirklich durchfliegt. Ne? So, es hat wieder nicht geklappt, ihr seht das, es kommt wirklich da auf einen Millimeter genau an. Also seid nicht frustriert, wenn es nicht am Anfang klappt, hat bei mir auch nicht sofort geklappt. Und ja, schmeißen wir die Axt hier drauf und wenn wir die richtige Stelle haben, gehen also diese drei Dinger direkt kaputt. Zack, da haben wir sie nämlich. Und dann sind die weg und die Kiste ist frei. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Runen aktivieren und dafür brauchen wir noch Freyas Zauber, Runenzauber. Wir gucken uns da erstmal um und die eine ist direkt hier drüben, rechts auf der Seite. Und da brauchen wir Freyas Runenzauber, um zu dieser Fackel zu kommen, um den Lagerfeuer mit dem Runenzauber zu verbinden. Wir brauchen da also wieder eine Kombination, wie wir es halt vorher auch schon mal gesehen haben bei dem anderen Schrein. Und ja, das ist ein bisschen tricky. Ich habe es jetzt so gemacht und versucht hier das so ein bisschen ja, so zu kombinieren. Dann werfen wir einmal da hinten das gegen und dann explodiert das. Ihr seht das schon, hier beim ersten Mal geklappt. Spaß, das hat natürlich nicht beim ersten Mal geklappt. Ja, auf der anderen Seite dann einfach mal umdrehen, dann da ist es leichter, da ist die zweite Rune. Und ja, jetzt fehlt uns natürlich noch eine Rune, das R für Rune. Und jetzt drehen wir uns wieder da um, wo wir eben das Feuer entzündet haben. Und da gibt es dann hier so einen Balken. Und hier haben wir dann die letzte Nornentruhe, können die dann entsprechend aufmachen und das Horn rausholen. Und damit haben wir hier alles erledigt in der verbotenen Sande. Und ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, klickt gerne mal aufs Däumchen, hinterlasst ein Abo, würde mich riesig freuen. Und schaut euch gerne mal hier noch den zwei versteckten Bossgegner an in der verbotenen Sande. Ich verlinke euch die gleich mal im Abspann und da könnt ihr euch die einfach reinziehen. Bis denn, Leute, macht's gut, adios und ciao, ciao.